Erinnert ihr euch noch, wie ich Ende des letzten Jahres Folgendes gesagt habe? War ein recht umbaureiches Jahr hier in diesem Zimmer, aber ich bin schon auf einem guten Weg und wird dann irgendwie auch noch der Rest cool. Nun ja, nach all dem bin ich jetzt umgezogen. Rollen wir das Ganze aber mal von hinten auf. Mit Studium und Selbstständigkeit kam eben auch der Wunsch nach einem eigenen Haushalt mit eigenen Zeiten, zu denen man lebt, isst, lernt und arbeitet. Also habe ich mich, ohne groß etwas zu planen und mehr auch aus Interesse, einfach mal auf die Suche nach einer Wohnung im Internet begeben. Nun lässt sich der Wohnungsmarkt zurzeit allerdings ein bisschen mit der Deutschen Bahn vergleichen. Geringe Verfügbarkeit, obwohl viele es brauchen, absurd hohe Preise, obwohl viele es brauchen, viel Zeit und Geduld und keiner von beiden wartet auf dich, wenn du mal nicht hundertprozentig pünktlich bist. Trotzdem hatte ich Glück und zwischen dem "Hey, frag da mal an, mal schauen, was passiert" und dem "Hier sind deine Schlüssel" sind 2 Wochen vergangen. Nun muss ich dazu allerdings sagen, dass ich nicht in eine Großstadt oder sowas gezogen bin und auch wirklich sehr viel Glück hatte. Also stand ich dort mit meinem Schlüssel zu meiner 31 Quadratmeter Einzimmerwohnung. Ich selbst hatte in meinem Leben noch keinen Umzug mitgemacht. Zumindest keinen, an den ich mich wirklich erinnern kann. Deshalb wusste ich auch nicht so recht, wo ich anfangen sollte. Euphorisch habe ich begonnen, meinen Kleiderschrank auszuräumen und in Umzugskartons zu packen, mich auf halbem Weg umentschieden und doch erstmal mein neu eingerichtetes Schreibtisch-Setup abgebaut. Ein wenig weh tat es dann schon, das neue Setup geradewegs wieder abzubauen. Hier liegt jetzt alles an Technik, alles das, was ich noch vor 3 oder 4 Videos aufgebaut habe, mehr oder weniger ordentlich zusammengelegt. Dann kann ich nach und nach Stück für Stück all das mitnehmen, was ich hier noch mitnehmen muss. Zunächst brachte ich also den Schreibtisch und zugehörigen Stuhl in die Wohnung und plante, wie alles aufgebaut und eingerichtet werden sollte. Am nächsten Tag folgt dann der Rest des Setups, den wir im eng gepackten Auto transportierten. Dann hieß es für mich, das gesamte Setup in der neuen Wohnung wieder aufzubauen. Ich bin jetzt noch alleine hier gerade. Und ich habe noch kein Bett hier, das heißt, ich penne noch nicht hier, aber ich räume mal ein bisschen weiter weg. Das Setup hinter mir, es steht zum Großteil, steht zu 90%, denn das Kabel ist zu kurz. Ich brauche da eine Verlängerung für. Für das, was wir jetzt schon geschafft haben, sieht das echt toll aus. Und ich habe das Setup so hier, wie ich es mir gewünscht habe und wie ich es auch zu Hause hatte. Es hat sich also gelohnt, dieses Regal zu bauen und mitzunehmen. Ich werde morgen früh wieder hierher kommen. Dann werde ich auch einkaufen gehen. Wir haben heute Sonntag. Ich habe noch kein Bett, aber ich kann dann zumindest schon mal hier arbeiten, Sachen vorbereiten, ich kann Sachen planen und dann habe ich hier halt auch was zu essen. Das heißt, ich kann hier halt auch mittags hin oder abends noch länger bleiben, wie jetzt gerade zum Beispiel. Irgendwann holen wir dann das Bett im Laufe der nächsten Woche. Ich bin sehr happy und sehr glücklich gerade, auch wenn ich sehr müde aussehe, weil das war schon echt anstrengend, dass ihr alles hier gezogen habt. Am nächsten Tag hieß es dann Möbel abholen bei einem schwedischen Möbelhändler des Vertrauens. Eine Sache, die mir besonders am Herzen lag, war, einen Sofaplatz mit Fernseher und Musikanlage zu haben. Das war aufgrund der tollen Dachschräge in meinem Zimmer, die mich zum Glück über die vielen Jahre nie genervt hatte, vorher leider nicht möglich gewesen. Ich bin jetzt wieder im Altenheim und hier steht alles rum. Der Schrank ist auseinandergebaut und steht hier halb in der Mitte. Der Teppich ist weg. Hier liegen überall die Sachen auf dem Boden, Klamotten. Das wird alles mitgeräumt. Ja, man wird ein bisschen emotional, wenn man sich das hier anschaut und das hier alles sieht. Das ist schon krass, aber die Wohnung drüben, die wird auch immer schöner. Ein weiteres Ziel in meiner Wohnung war es, Lampen und andere Geräte in einem Smart Home Netz zusammenzuführen und verschiedene Dinge zu automatisieren. Dazu brachte ich die bereits in meinem alten Zimmer vorhandene Lampe und den LED-Stripe von Philips Hue in meiner neuen Wohnung an der Decke und hinterm Regal an. Ein ausführliches Video zu meiner Smart Home Erfahrung kommt noch.
Mittlerweile sind alle Lampen und Leuchten in meiner Wohnung smart und ein HomePod Mini ist für die zentrale Steuerung der Geräte zuständig. Weil ich aber mit Philips Hue schnell den Preis zweier Monatsmieten für Licht ausgegeben hätte, sind ein Großteil der Lampen IKEA Smart Home Geräte. Ich will nicht viel dem noch kommenden Video vorwegnehmen, nur kann ich schon mal sagen, dass man den Preisunterschied der beiden Varianten deutlich merkt. Und auch der Smart-Lautsprecher mit eingebauter Siri ist weniger smart und mehr laut. Lautsprecher. Darauf habe ich keine Antwort. Kann ich dir sonst irgendwie helfen? Nachdem also die Lampe angebracht und funktionsfähig an der Decke chillte, folgten Matratze, Möbel und Kleiderschrank. Der Transport der Möbel gestaltete sich etwas schwerer als gedacht, weil der 1x2 Meter Lattenrost und der 2,10 Meter hohe Schrank nicht in den Mercedes-Kombi passte. Abhilfe schuf hierbei der VW-Bus eines Kumpels, mit dem wir den Schrank und alles weitere mit Leichtigkeit in die neue Wohnung transportieren konnten. Ich bin echt froh, jetzt angekommen zu sein. Nach 2 Monaten Wohnen und Einwohnen ist es wirklich mein Zuhause geworden, mein neues Zuhause geworden. Es ist natürlich kleiner als mein Zimmer, was ich zu Hause bei meinen Eltern hatte. Das ist ja auch vollkommen okay. Ich brauche echt nicht viel und ich finde es echt gemütlich, so klein und schön, wie es jetzt hier ist. Wir haben jetzt mittlerweile hier den Schrank. Es ist Sonntag, ich habe eine Jogginghose an, verzeiht das. Schuhregal mit Schuhen, Teppich. Hier haben wir die Küche. Die habe ich schon mehr als ausgiebig verwendet, viel gekocht, viel schon zubereitet, auch schon mehrere Gäste hier gehabt und zusammen gekocht, hier an dem Tisch gegessen. Fun Fact, das war der allererste Tisch, an dem ich meine erste Mahlzeit zu mir genommen habe, vor über 20 Jahren. Wenn ich das Ganze jetzt so sage, fühle ich mich alt. Das hier ist ein Tisch für den Balkon draußen. Der ist mittlerweile auch schon hergerichtet, Holzplatten drauf, 2 Stühle. Hier so ein Schirm, bisschen Kräuter. Der Tisch soll auf den Balkon kommen. Leider ist dieser Tisch kaputt, deswegen reklamiert. Der geht quasi zurück und ein neuer ist schon unterwegs, kommt allerdings noch an. Hier haben wir den Wohnzimmer-Arbeitsbereich. Das hier ist noch Kameraequipment, was noch seinen Platz finden muss. Hier sind alle Vinyls und CDs und Spiele und Akten und alles mögliche drin, was ich so habe. Das hier ist meine Konzertwand, meine Konzertmusikwand. Das hier ist meine Reisewand, keine Ahnung, das sind alles Städte, in denen ich schon war. Ein Platz ist noch da, da ist schon mal das Loch in der Wand für das entsprechende Bild. Hier oben so ein bisschen das Nerdregal, hier sind noch Poster, die kommen auch noch, finden auch noch ihren Platz. Fernseher für gechilltes Fernsehgucken. Ja. Und der Arbeitsplatz für gechilltes Arbeiten gucken. Es ist wie gesagt genau der Arbeitsplatz, den ich auch zu Hause hatte. Wir haben hier wieder die Nintendo und PlayStation Controller dran angebracht. So ein Plaisé, dass das hier nicht so reinscheint. Die beiden Bilder sind da, Lampe etc. pp. Und ein Schlafbereich. Es ist nicht groß, wie gesagt, aber es ist meins. Und ich bin sehr stolz drauf und kann mir sehr, sehr gut vorstellen, hier die nächsten Jahre zu leben. Und mein eigenes Zeug in die Hand zu nehmen. Ich habe in diesen ersten 2 Monaten schon gemerkt, was es eigentlich heißt, alleine zu wohnen, einen eigenen Haushalt zu haben. Und damit spreche ich von zum Beispiel Rechnungen, Internetanschlüssen, Strom, Gas, all den ganzen Scheiß und Support zu bekommen für irgendwas, was wieder nicht funktioniert. Und dann sagen, oh, es ist ein Riesenkrampf gewesen. Es war ein Riesenkrampf, bis das hier alles funktioniert hat. Aber es nach und nach funktioniert alles. Und ich habe selbst dadurch gelernt, was es eigentlich heißt, zu leben und solche Sachen selber in die Hand nehmen zu müssen. Weil es genau das ist, was es bedeutet. Und weil es genau das ist, was, ja, Erwachsensein bedeutet. Jetzt hoffe ich aber erstmal, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt, wie gesagt, in die Kommentare eure Wohnungserfahrungen. Gebt dem Video gerne ein Like. Teilt das Ganze und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, bis denne, abonnieren nicht vergessen. Ciao.